Das Versteck ist relativ. Okay. Der arme Kerl ist übel zuge. Der arme Kerl ist übel zugerichtet, wenn er. Also wir brauchen eine Zitrone. Und wir müssen den anderen irgendwie zum Reden kriegen. Eine hübsche Sammlung. Das ist fest im Boden. Drüber steht Tageskarte, drauf steht nichts. Entweder der Koch ist krank oder die befinden sich gerade in der Fastenzeit. Okay, okay. Was haben wir hier nochmal? Machen wir einen Kamin aus. Toll, jetzt haben wir heißes Wasser, oder? Das Wasser ist komplett verdunstet. Übrig geblieben ist nur eine kleine Salzkruste. Okay. Hallo, geht es Ihnen jetzt? Offensichtlich ist es bei manchen Leuten egal, ob sie warten. Solange er nicht irgendwie abgelenkt ist, sollte ich das. Okay. Die Flagge ist klitschnass. Ein Stein. Na? Was? Er sitzt im. Ja, das. Müsste eigentlich nur einmal. Da ist ein Vorhängeschlosser. Irgendwas fehlt mir, Niffi. Was fehlt mir? Ich brauche eine Zitrone. Hast du eine Idee? Ich würde ja sagen, wir lassen eine vom LKW fallen, aber. Die Idee ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Da kommt der LKW mit der Ware für den Markt. Vielleicht hält er ja. Haben Sie auch Ihre gewünschte Gesellschaft. Oh, der LKW-Fahrer scheint neu zu sein. Kennt wohl die Strecke nicht und kann keine Verkehrsschilder lesen. Ja, die Jugend von heute. Hoffentlich ist da nichts Schlimmes passiert. Glück gehabt. Der LKW-Fahrer scheint die Kurve noch gekriegt zu haben. Das hätte ich mir nie verziehen, wenn dem was passiert wäre. Wir machen gleich mal den Lappen vom Schild. Sicher ist sicher. Und wir haben eine Kiste voller Zitronen, gehe ich mal von aus. Lauter gesundes Zeugs. Und ich habe Glück. Sogar eine Zitrone ist dabei. Yay! Ja. In dem Fall, Zitrone wird. Hier, die könnten Sie Ihrem wortgewaltigen Gast überreichen, wenn es Ihre kostbare Zeit zulässt. Oh, da wird er sich bestimmt freuen und dann hoffentlich auch mal die Klappe halten. Aber Fisch wäre jetzt auch was Schönes. Richtig frische Fish and Chips. Fettig aus der Zeitungstüte. Hier, deine Zitrone. Wurde ja auch Zeit. Setz dich zu mir. Undank ist der Weltenlohn. Wenn ich es schnell und unauffällig mache, sieht der Barkeeper es hoffentlich nicht. Mal sehen, ob er den Unterschied schmeckt. Mensch, Klaus,
Wenn ich dir die ganze Zeit beim Essen zusehen muss, kriege ich aber auch allmählich Hunger. Ach, ich werde mal meinen Whisky holen. Versalzener Whisky. Uah. Sieht so aus, als hätte er den Unterschied tatsächlich bemerkt. Tja, Junge. Ich bin mir sicher, in diesem Abenteuer ist diese Aktion eine absolute Schlüsselszene. Ich glaube, ich muss einen Counter einbauen für schlechte Wortwitze. Eventuell habe ich das beim Meditieren sogar schon gemacht. Ui. Was haben wir denn hier? Eine Fackel. Und Whisky. Da haben wir noch einen Schraubstock, den wir hoffentlich nicht brauchen. Das Angebot mit dem Boot und dem Whisky gilt doch noch, oder? Klar. Dann habe ich hier was für Sie. Danke. Lang wird das zwar nicht mehr reichen, aber ich wollte sowieso bald los. Ich werde mich dann auf die Socken machen, sobald die Flasche leer ist. Machen Sie das Boot bitte wieder richtig fest, wenn Sie es nicht mehr brauchen. Klar, kein Problem und vielen Dank. Sie haben mir mehr geholfen, als Sie sich vorstellen können. Sie auch. Das Problem ist aber, die Tür ist offen. Und ich weiß jetzt schon, dass der den Keller leeren wird. Würde ich bei dem Wetter mit einer Nussschale übers Meer rudern? Bin ich denn bescheuert? Ich meine, meine Eltern sind Segler. So viel nautisches Verständnis habe ich dann auch noch. Ja, zumindest um zu wissen, dass das eine Schnapsidee ist. Mein Gott, das ist ja alles völlig verwildert und halb verfallen. Ob dieser Morangi hier wirklich noch wohnt? Hilfe! Hallo! Ist da jemand? Helfen Sie mir! Was machen Sie denn da unten? Man hat mich hier eingesperrt. Bitte helfen Sie mir und holen Sie mich hier raus. Aber wie? Keine Ahnung. Lassen Sie sich was einfallen. Aber ich habe mir den Knöchel verstaucht und ich bin keine 30 mehr. Also werfen Sie mir nicht einfach ein Seil runter. Das habe ich schon während meiner Schulzeit nie geschafft. Gibt es hier irgendwo eine Leiter? Ich befürchte nein. Hier unten ist aber eine Tür, die ich nicht aufkriege. Vielleicht finden Sie ja eine Möglichkeit, sie von außen zu öffnen. Okay. Ach, kein Problem. Wie komme ich denn zu der Tür? Sie werden lachen. Ich habe keine Ahnung. Ich war noch nie hier unten und weiß nicht, wie man von der Burg aus zum Brunnen kommt. Es muss irgendwo ein Geheimgang oder sowas in der Art geben. Sie sind doch Ken Morangi, oder? Ja, ich bin Lord Morangi. Wieso? Wenn Sie hier wohnen, müssten Sie sich doch eigentlich auskennen. Ja, das habe ich auch immer geglaubt. Okay, ich werde mich mal umschauen. Vielen Dank. Okay. Ah, okay, aber lang machen wir nicht mehr. Oh, wir ziehen das Schwert aus dem Stein, komm. Ich versuch's mal. Vielleicht war ich in einem früheren Leben ja König Artus. Oh, das überrascht mich jetzt doch ein bisschen. Nicht nur dich. Aber gut. Huch, ich wollte den Laden einfach nur zumachen und schon habe ich das ganze Ding in der Hand. Stark renovierungsbedürftig. So ging es mir mit einem Küchenschrank. Ich wollte die Tür aufmachen. In dem Moment, wo ich sie hand, machte es klack und ich hatte die ganze Tür in der Hand. Ja, immerhin der Küchenschrank war offen. Okay. Die Kerze ist fast komplett runtergebrannt. Ich nehme alles, was mir bei drei nicht auf dem Baum ist, mit. Man weiß schon, wofür man es braucht. Eine echte Folterkammer. In einem Museum finde ich sowas ja immer ganz amüsant. Aber wenn ich mich hier so umsehe und mir vorstelle, dass hier wirklich Menschen zu Tode gefoltert wurden, da hört der Spaß auf. Ja,
Nee, muss nicht sein. Er ist eine Jungfrau. Ugh. Erstmal packen wir alles an, grabbeln wir alles mit oder so ähnlich. Ja, das ist wohl der Teil des Hauses, der naturbewohnt wird. Wahrscheinlich von einem der Morangis. Typisch irisches Wetter. Eigentlich sollte man an solchen Tagen einfach im Bett bleiben. Noch mehr Zitronen. So, was haben wir denn hier? Kniestrümpfe, lange Unterhosen. Nichts, um was ich den Eigentümer umhoppla. Was ist das denn? Ah, ja. Schönes Bett. Das ist wirklich für Jahrhunderte gebaut. Ein Durchgang. Es geht einige Stufen runter in einen dunklen Gang. Riecht ziemlich modrig. Was mich da unten wohl erwartet? Wir haben zwar eine Fackel, aber noch kein Feuer. Okay. Tür, Tür, Durchgang. Okay. Hier ruht wohl ein Urahn von Lord Morangi. Der Sarg ist aus Mast. Ja, okay. Jetzt habe ich eine brennende Fackel. In diesem Kamin hat anscheinend schon seit sehr langer Zeit kein Feuer mehr gebrannt. Das Gemälde zeigt Lord William Morangi, der hier von 1270 bis 1305 lebte. Mit einem Schild. Eine beeindruckende Gestalt. Das Schwert haben wir ja schon. Das Schild, daraus könnte man ein Schild machen. Auf der Uhr ist es 7:15. Ich frage mich, warum der Sessel mitten im Raum steht. Ein wirklich schöner Kronleuchter. Ein kleiner Hock. Öllampe. Nehmen wir mit. Die Speerspitzen sind zwar sehr alt und waren auch schon im Einsatz, aber sie sind immer noch ziemlich scharf. Nehmen wir mal eine mit. Oder auch gleich mehrere. Von mir aus auch das. Die Kette hat sich ein Stück bewegt. Ich lasse den Hebel mal lieber wieder los, sonst kracht mir gleich der Kronleuchter runter, der an der Kette hängt. Ein wirklich... Okay, müssen wir noch nicht in der Tiefe begutachten. Okay, okay, das war die Folter... Warte mal, da war doch noch eine Feuerstelle. So. Dann haben wir das auch. Was war das für ein Geräusch? Hört sich an, als ob ich mit meiner Aktion irgendeinen Mechanismus ausgelöst hätte. Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Okay. Speichere jetzt mal. Ah, da sind die Türen offen. Da ist eine Nische im Fels, aber ich kann von hier aus nicht sehen, ob da was drin ist. Der Abstand zu anderen... Okay. Offensichtlich sind das vier Schlösser. Eine Statue. Okay. Okay. Jetzt wird langsam ein Bild raus. I see. Hier ruht wohl ein U. Gut. An dem kann ich so oder so nichts machen. Da kommen wir nur wieder raus. Sieht fast aus. Wie ein Helm. Okay, dann muss ich hoch. Komme ich hier irgendwo raus? Die meisten Bücher interessieren mich nicht besonders. Aber hier ist auch ein Buch über Schlösser und Burgen, in denen es spukt. Da wird auch die Burg von Morangi erwähnt. Es geht das Gerücht um, dass der von 1270 bis 1305 lebende William Morangi
ohne die üblichen Beigaben bestattet wurde und sie ihm sogar die ehrenvolle Feuerbestattung verwehrt haben. So wurde er, einzig mit einem schlichten Gewand und seinem Familienamulett ausgestattet, in einem Steinsarg eingeschlossen. Seitdem erzählt man sich, dass er zur Geisterstunde durch das Gemäuer zieht und jedem Eindringling nach dem Leben trachtet. Auch wenn ich nicht an solche Geschichten glaube. Die Rettung von Morangi aus dem Brunnen sollte ich besser vor Mitternacht abgeschlossen haben. Ja, doch. Okay. Sieht fast aus, als ob der Schornstein einen Helm auf hätte. Ja, aber wie komme ich da hoch? Puh, zweimal über den See rudern und schon fallen mir... Einige volle und ein paar leere. Entweder das hier ist eine Schnapsbrennerei oder die... Entweder... Okay, wir haben hier einen Schraubstock. Die Frage ist, was mache ich mit dem Schraubstock? Ich habe die Speerspitzen da jetzt eingeklemmt, ohne meine Finger zu verstümmeln. Der ultimative Beweis, dass man im Leben stets dazulernt. Okay, und jetzt? Ich glaube, ich werde an der Stelle erstmal die Session beenden, weil ich merke, wie mein Hirnschmalz langsam zur Neige geht. Wir haben jetzt auch schon 23:30 und mal gucken, vielleicht mache ich morgen noch ein bisschen weiter. Bring das LP zu Ende, das wäre nicht schlecht. Ich gehe davon aus, dass ich noch 3 bis 4 Stunden habe, locker. Und ja, dann würde ich das in der dritten Session zu Ende bringen. Wie viel bist du dann da? Hast du morgen Lust? Hast du morgen Zeit? Aber in diesem Sinne werde ich die Aufnahme erstmal beenden. Ich danke euch soweit fürs Zuschauen. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Und natürlich werden wir die gesamte Reihe machen. Bis dahin sage ich erstmal bis zur nächsten Aufnahme. So, dann starten wir mal in, glaube ich, die dritte Aufnahme. Genau. Wir spielen weiter mit Geheimakte Tunguska. Wir sind ja jetzt im letzten Drittel des Spiels. Insofern passt das. Wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, zwischen Irland und Kuba. Genau. Zwischen Irland und Kuba. So. Was haben wir denn da noch gebraucht? Ich glaube, da haben wir die Zitrone gebraucht. Nee, die Zitrone hatten wir da schon. Genau, da ist der Mann im Brunnen. Und beim anderen haben wir den Mann in der Höhle. Ich finde, das hat ein paar beunruhigende Parallelen. So, was haben wir denn hier? Becher mit Wasser, ein Stein, eine nasse Flagge, Draht, Zange, Eisenkette, Goldmünze. Brennende Fackel, brennende Fackel und eine Öllampe. Und da haben wir jetzt ein paar Speerspitzen im Schraubstock drin, warum auch immer. Ich habe jetzt gerade auch keine Ahnung, war mal die Kette noch oben drauf oder so? Nee. Hier haben wir eine Zwiebel, eine Suppenkelle, eine Wurstzange, einen Teddybär und einen Mann, der... Der arme Kerl ist übel zugerichtet. Ja. Wenn er nicht schon dem Wahnsinn nahe war, als er eingeliefert wurde. Die Misshandlung durch diese Charleroi hätte wohl keiner ohne bleibende Schäden überstanden. Anscheinend werden in der Anstalt tatsächlich Menschenversuche durchgeführt. Verantwortlich dafür ist die neue Chefin Nicole Charleroi. Mhm. Ja. So, Zwiebel, Suppenkelle, Wurst, Zange, Teddy. Ich würde ihm ja den Teddy geben, aber da will er ja nicht. Zange will er auch nicht. Ich glaube, habe ich ihm die Kohle gegeben. Dann reden wir mal mit dem Pförtner. Warum auch nicht?
Gibt's nicht doch noch irgendwas Wichtiges, was Sie mir sagen wollen? Doch. Passen Sie auf, wem Sie welche Fragen stellen. Magst du eine Zwiebelsuppe kochen? Ich werde es mir merken. Zwiebelsuppe könnte ich kochen. Ich meine, in der Küche brennt noch der Ofen. Ich kann nicht einmal über heiße Kohlen gehen, geschweige denn in brennende Feuer fassen. Okay. Holen wir nochmal Kohle raus, weil... Why not? Nein, wir verbrennen den Teddy nicht. So, da haben wir schmutziges Geschirr, Zwiebeln und ein Regal. Und hier haben wir nochmal Kohle. Okay. Vielleicht haben wir da drin ja noch was übersehen. Die Tür ist wieder ins Schloss gefallen. Ist aber eigentlich nicht so schlimm. Schließlich habe ich mich da drin ja bereits gründlich umgesehen. Okay, klingt, als wären wir hier fertig, oder? Genau. Eine von diesen Zeitschriften sollte für den Rest des Lebens... Okay. Die braucht der arme Kerl bestimmt noch für seinen... Stiere Liste, Leinwand, Kopierer. Irgendwas sagt mir, dass wir hier tatsächlich alles durch haben. Das Versteck ist relativ sicher. Trotzdem. Der arme Kerl. Das bringt so nichts. Ich muss mir was anderes einfallen lassen, um ein paar Informationen aus ihm rauszukriegen. Nimm die Zwiebel! Suppenkeller? Okay, hier kommen wir definitiv nicht weiter. Versuchen wir erstmal hier. Da haben wir ja noch ein paar Rätsel zu lösen. So, der sauft hier bald im Brunnen ab. Ich muss irgendwie da oben dran kommen. Die Frage ist nur wie, weil ich weiß nicht, wie ich da rauskomme auf den Wehrgang. Ich meine, das ist der Raum hier oben. Die Frage ist nur, die Fenster sind düscht. Bin mir fast sicher, dass ich den Sessel so dahin schieben muss, dass ich den Kronleuchter dahin kriege. Aber wissen tue ich es noch nicht. Weil ich bin mir fast sicher... Genau, einen Moment. Wir müssen die Statue im Schlafzimmer bestücken, wie der hier auf dem Bild. Und was ich hier definitiv sehe, ist das Schwert, das haben wir schon, und das Schild. Wir haben vier Schlösser. Und ich gehe davon aus, dass die Brosche, die noch fehlen, der Helm, die anderen zwei sind. Jetzt würde ich so weit gehen zu sagen... Da sagt ja jedes Mal, diese Kappe auf dem Kamin sieht wie ein Helm aus. Ja, aber wie drankommen? Wie? Ich weiß noch nicht wie. Die Fackel ist an der Wand befestigt. Die werde ich dann nicht... Okay, wie wäre es denn mit der Eisenkette an den Sarg? Auch nicht. Draht? Nein? Also da kann ich nicht viel machen. Da komme ich auch nirgendwo hin. Da komme ich nur zum Boot. Hier habe ich den Rausgang, hier haben wir die Folterkammer und da haben wir die Tür sonst wohin. So. Streckbank. Ideal für Menschen, bei denen das Verhältnis von Körpergröße und Gewicht nicht dem heutigen Schönheitsideal entspricht. Schöne Definition. Ich kenne da zwei Figuren, die würden das als ein neckisches Vorspiel betrachten. So. Da haben wir noch eine Feuerstelle. Das Feuer ist extrem heiß. Wenn ich die Münze in das Feuer halte, wird sie früher oder später bestimmt schmelzen. Vorher wird aber mein Arm knusprig durchgeröstet, ja, okay. Okay. Ich nehme die Münze jetzt besser wieder aus dem Feuer raus, sonst fließt mir das Gold in die Esse. Okay, wir haben glühende Goldmünze. Schön. Und jetzt? Eine Statue. Versuchen wir es mal.
Ach, zur Zwiebelsuppe Rostfleisch. Hm? Die Statue ist massiv. Die Bilder, Fenster, Himmelbett, Bilder, Vorhang. Hm. Okay. Ich bin mir fast sicher, dass wir die irgendwie... Dass wir da einen Abdruck oder irgendwas brauchen. Ah, Moment, genau. Vielleicht hier? Nein? Okay. Vielleicht ein Abdruck, aber die Frage ist, wovon? Ein kleiner Hock. Ich dachte mir, vielleicht kann man das Tuch dazwischen spannen. In diesem Kamin hat anscheinend...